Schön, dass du wieder dabei bist. Es geht weiter mit der kleinen Detox-Reihe. Heute geht es nämlich darum, was du durch das richtige Essen gegen diese täglichen Toxinaufnahmen oder giftigen Stoffaufnahmen tun kannst. Ich bin im Übrigen Dr. Petra Pracht, Ärztin für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren und bin leidenschaftliche Ernährungsärztin. Und ich selbst bin Veganerin. Außerdem habe ich mit meinem Lehrer, Professor Klaus Leitzmann, dieses Buch geschrieben, Klartext Ernährung. Und wenn du da einsteigen möchtest in diese Thematik, dann kann ich dir das einfach nur empfehlen. Im Übrigen, ich schreibe gerade an dem nächsten Klartextbuch mit Professor Klaus Leitzmann. Aber wenn es dann soweit sein wird, wirst du natürlich davon hören. So, also. Möchtest du die Aufnahme von giftigen Substanzen, von chemischen Giften oder anderen Toxinen meiden, dann empfehle ich dir was? Na, du weißt es schon. Eine naturbelassene, pflanzliche, vollwertige Ernährungsweise. Nur so kannst du selbst kontrollieren, welche Inhaltsstoffe in deinem Essen und damit auf deinem Teller landen. Biologisch angebaute Produkte haben nämlich einen Vorteil, dass sie wenig bis gar keine Rückstände von Pflanzenschutzmitteln mehr enthalten. Und deswegen bin ich absolut dafür, dass wir, soweit es geht, uns mit Bio-Lebensmitteln versorgen. Gleichzeitig im Übrigen bieten diese wundervollen Lebensmittel eine Fülle an sekundären Pflanzenstoffen. Diese bilden Pflanzen im Übrigen zum Schutz für sich selbst vor schädlichen Einflüssen von außen, wie beispielsweise gegen UV-Licht oder irgendwelche Feinde von außen, die die Pflanze vernichten wollen. Übernehmen jetzt aber Pestizide, also dass diese Pflanzen gespritzt werden, von außen diese Schutzfunktion, dann passiert was, was überhaupt nicht wirklich toll ist. Die Pflanze stellt die eigene Produktion fast vollständig ein, sodass sekundäre Pflanzenstoffe in konventionell angebauten Pflanzen oder pflanzlichen Lebensmitteln in ganz geringer Konzentration nur noch vorkommen. Sekundäre Pflanzenstoffe sind einer der Hauptgründe für die Heilkraft der Pflanzenkost. Naturheilkundler, Pharmazeuten und Tierernährer wussten bereits lange um das Gesundheitspotenzial der Pflanzen. Die Medizin und die Ernährungswissenschaft haben aber erst vor etwa 50 Jahren erkannt, dass diese sekundären Pflanzenstoffe nicht nur den Schutz der Pflanzen dienen, sondern dass es sich um eine große Zahl von Stoffen mit vielseitigen positiven Wirkungen im menschlichen Organismus handelt. Die sekundären Pflanzenstoffe spielen im Stoffwechsel von Pflanzen unter anderem als Schutzstoffe, das hast du jetzt schon mal gehört, und Wachstumsregulatoren eine wichtige Rolle. Pflanzen nutzen sekundäre Pflanzenstoffe zur Abwehr von Bakterien, von Viren und Insekten, zur Anlockung von Bestäubern und zur Samenverbreitung, zur Festigung des Gewebes und zum Schutz vor UV-Strahlung und als Verdunstungsschutz. Für den Menschen übernehmen diese sekundären Pflanzenstoffe nämlich ähnliche Funktionen und erweisen sich als eine reiche Quelle zur Vorbeugung, Linderung und Heilung von vielen, vielen Gesundheitsstörungen. Natürlich dürfen in diesem Zusammenhang auch die Ballaststoffe nicht fehlen. Ballaststoffe sind im Übrigen weitgehend unverdaute Nahrungsbestandteile, meist Kohlenhydrate, die von Pflanzen gebildet werden. Sie finden sich in größerer Menge in Hülsenfrüchten, die da wären, Erbsen, Linsen, Bohnen, Erdnüsse, Sojabohnen, Kichererbsen, in Nüssen, in Vollkorngetreide, in Gemüse, in frischen Kräutern, in Wildkräutern und im Obst. Eingeteilt werden die Ballaststoffe einmal in wasserlösliche, Guar- und Johannisbrotkernmehl, in Pektin, in Inulin, Agar-Agar und in wasserunlösliche Ballaststoffe. Das sind die Zellulose, das ist die Hemicellulose und das ist das Lignin. Diese Ballaststoffe haben wichtige Funktionen im Körper, denn sie sättigen und unterstützen die Regulation des Körpergewichts.
Sie binden auch Gifte und andere schädliche Substanzen im Darm und scheiden die auch aus. Sie regulieren auch noch den Fett- und Zuckerhaushalt im Blut, ernähren die guten Darmbakterien und die Darmzellen und beschleunigen die Darmpassage. Und außerdem senkt eine Erhöhung der Ballaststoffaufnahme die Kalorienaufnahme, denn Ballaststoffe führen viel Masse zu, aber die haben so gut wie keine Kalorien, weil Ballaststoffe können wir einfach nicht aufnehmen und in Energie umwandeln, sondern im Dickdarm werden diese Ballaststoffe von den Mikroorganismen abgebaut. Und dabei entstehen organische Fettsäuren, die den Darmzellen, und zwar den gesunden Darmzellen, als Nahrung dienen und somit wiederum dein Immunsystem stärkt. Ist doch genial. Und das alles, ja, einfach aus der Natur. Wie dankbar dürfen wir sein, dass es das gibt. Ich freue mich total, wenn du meinen Kanal abonnierst und natürlich auch, wenn du die Glocke im Übrigen aktivierst. Über 79% der Zuschauer meines Kanals sind leider noch keine Abonnenten. Und jetzt, ja, hast du eine Chance dazu. Tausend Dank. Und wenn du noch mehr von meinen Videos sehen möchtest, dann kannst du das hier oben tun. Bis zum nächsten Mal. Bleib einfach richtig gesund und freudig des Lebens. Bis dann. Ciao.